Hey Freunde des guten Biers, willkommen zurück beim Hopfenblüten.de Bierblog. Und heute haben wir das Samuel Smith Chocolate Stout. Und wie das schmeckt und ob das schmeckt, das finden wir zusammen raus. Viel Spaß beim Video! So Leute, wir haben ja ein englisches Bier. Und es ist eine reine Bioproduktion quasi. Also das Wasser kommt aus einem Brunnen, der seit 1758 dafür verwendet wird. Kakaobohnen und Schokoladenmalz sind rein biologisch. Und das ganze Bier, so 0,55er Flasche, 5,0% Alkohol und kommt wie gesagt aus England. Die Flasche hat glaube ich 3,20 € gekostet. Und ich würde sagen, wir sehen ja gleich, ob es das auch wert war. So, öffnen wir mal die gute Flasche. Das riecht schon. Riecht schon gut. Und die Farbe, wir sehen ja schon die Farbe. Super. So muss ein Stout aussehen. Also wir sehen eine schöne, kräftige Farbe, schön dunkel. Schöner Schaum. Hält auch gut. Und wir riechen mal. Oh, das riecht wie so eine, immer wie Kakao und Kaffee, aber da ist auch, oh, wie so eine, ja, wie so eine Trinkschokolade, ja, diese, oder diese, die es mit so einem Löffel gibt, die du so in ein Glas tust und dann schmilzt das so mit warmem Milch oder wie man das macht. Oh, so riecht das. Ja, das ist echt voll heftig. Das riecht richtig, richtig krass, das Bier. Auch Kaffee, Malz riecht man, aber kräftig geröstet, würde ich sagen. Boah, das ist ein mega Geruch, wenn es jetzt noch so schmeckt, wie es riecht. Das wäre ja geil. Na dann, würde ich sagen, probieren wir mal, ob es wirklich so schmeckt. Wow. Also. Das riecht nicht nur so danach, das schmeckt auch so danach. Also das sind, da treffen Kaffeenoten, also auch so Milchkaffee oder mit ein bisschen Karamell, so Milchkaffee auf Trinkschokolade. Boah, das ist ein übelster Genuss, das Bier, also wow. Solange man das im, also umso länger man das im Mund hat, umso mehr schmeckt man da so viel. Das könnte auch Richtung Zimt noch sein und Schokolade. Das ist so ein richtiges. Boah, also. Das ist mega lecker. Also es ist nicht. Das hau dich jetzt noch nicht um, weil es zu viel auf einmal kommt, aber du schmeckst überall im Mund was anderes. Hier Kaffee, da. Schokolade, Zimt, Sahne, wie so ein leckeres Sahnebonbon oder so. Also das ist wirklich, wirklich mega im Mund. Also das ist ein wirklich geiles Bier. Also sehr kakaoig, schokoladig, Kaffee, alles. Alles auf einmal, aber alles nicht zu extrem. Das ist sehr auch ausgeglichen irgendwie vom Geschmack her. Also das ist sehr, 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 sehr lecker. Kann man sagen. Also kann man nicht nur sagen, es ist einfach lecker. Ich kann gar nicht so richtig sagen, zu was ich das empfehlen würde. Was bleibt ewig auf der Zunge. Also mega leckeres Bier. Also die 3,20 waren gut angelegt. Und das werde ich jetzt auch noch genießen. Also wenn ich eine Bewertung hätte, die ich noch nicht habe. Ihr könnt ja abstimmen, ob ich das soll oder nicht. Auf jeden Fall das Bier. 5 von 5 würde ich fast schon sagen. Also dann. Das Bier hat sich gelohnt. Sau lecker. Ich kann es euch nur empfehlen. Probiert, wenn ihr das Samuel Smiths Organic Chocolate Stout seht.
kauft euch. Also das ist jeden Cent wert, das Bier. Das ist sau lecker. Und bevor ich das Video beende, lasst ein Like da, ein Abo, macht die Klingel an und ihr verpasst kein Video mehr. Ich würde mich sehr freuen darüber, damit unterstützt ihr auch mich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Basti von Hopfenblüten.de. Tschüssi!